Drei Kandidaten, ein Ziel, das Kanzleramt. 5 Monate Wahlkampf sind vorbei. Eine Zeit mit allerlei Versprechen und Forderungen, mit Skandalen, Aufstiegen und Abstürzen. Eine streckenweise langweilige Zeit, die zum Finale eine der spannendsten Wahlabende seit Jahren bescheren wird. Deutschland steht vor einem Wandel. Die Macht wird neu verteilt. Ein Sonntag Mitte April. Ein tagelanger Machtkrieg zwischen Armin Laschet und Markus Söder droht zu eskalieren. Keiner will zurücktreten und dem anderen die Kanzlerkandidatur überlassen. Montag, 19. April. Die Grünen haben sich, anders als die Union, relativ geräuschlos auf Annalena Baerbock als erste grüne Kanzlerkandidatin geeinigt. Robert Habeck lässt ihr im Sinne der Partei, wenn auch angefasst, öffentlichkeitswirksam den Vortritt. Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir. Einen Tag später legt die Union nach. Laschet wird der gemeinsame Kandidat von CDU und CSU. Doch die Schwesterparteien wirken zerrissen, während sich die Grünen im Umfragerausch befinden. Am 30. April haben sie die Union das erste Mal überholt. 26% zu 24%. Für Armin Laschet ein Stolperstart in den Wahlkampf. Markus Söder hat dann auch im Wahlkampf viele Gelegenheiten genutzt, um nochmal dezent darauf hinzuweisen, dass er der schlagkräftige Kandidat gewesen wäre. Und wenn selbst der Parteivorsitzende der Schwesterpartei die Autorität von Armin Laschet nicht anerkennt, warum sollten es dann die Bürger tun? Das Getöse in der Union und der Hype um Annalena Baerbock hat einen fast vergessen lassen, den dritten Kandidaten Olaf Scholz. Der war schon im August 2020 von seiner Partei nominiert worden. Seitdem ist es in der SPD erstaunlich ruhig. Und genauso macht Scholz seinen Wahlkampf. Damals machte die SPD eigentlich den Eindruck, sie wolle so schnell wie möglich in die Opposition statt ins Kanzleramt. Da wurde ja auch noch überlegt, ob man überhaupt angesichts von Umfragewerten von knapp über 10% einen Kanzlerkandidaten nominieren soll. Olaf Scholz aber glaubt immer an sich. Er absolviert seine Regierungsarbeit, fällt im frühen Wahlkampf kaum auf. Seine persönlichen Beliebtheitswerte werden immer besser. Scholz profitiert zunehmend von den Fehlern der Konkurrenten. Anfang des Sommers ist der Höhenflug von Annalena Baerbock und den Grünen schon vorbei. Zu spät gemeldete Nebeneinkünfte, Ungereimtheiten in ihrem Lebenslauf und Plagiatsvorwürfe in ihrem aktuellen Buch. Annalena Baerbock hat versucht, zu Beginn ihrer Kampagne ihre Unerfahrenheit und ihre fehlende Regierungsverantwortung zum Vorteil umzumünzen. Ja, sie sei sozusagen die Kandidatin des Anti-Establishment, des Anti-Weiter-so. Das hat aber ab dem Moment, wo sie diese wirklich billigen Anfängerfehler gemacht hat, nicht mehr funktioniert. Denn da wirkte sie dann plötzlich wie so eine übereifrige Schülersprecherin, aber nicht wie eine Kanzlerkandidatin, der das höchste Amt im Staat zuzutrauen ist. 7. Juni 2021. Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt geht die Union als klarer Sieger hervor, auch wenn das vor allem an dem beliebten Ministerpräsidenten Rainer Haseloff liegt. Doch auch Armin Laschet fühlt sich als Sieger. Er sitzt jetzt wieder fest im Sattel. Und Annalena Baerbock? Der Parteitag am 11. Juni soll eine neue Aufbruchsstimmung erzeugen. Doch die Kandidatin patzt. Sie verhaspelt sich in ihrer Rede. Am Ende bleibt ihr Mikrofon angeschaltet, eine Sekunde zu lang. Scheiße! Am 25. Juni sind die Umfragewerte für die Union so blendend wie lange nicht mehr, bei 29%. Die Grünen kommen auf nur noch 21%. Die SPD verharrt bei 15%. Da lässt sich FDP-Chef Lindner schon mal zu einer Prognose hinreißen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Armin Laschet der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein. Mitte Juli. Mehr als 180 Menschen sterben im Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland von Ministerpräsident Armin Laschet. Er eilt in die Flutgebiete, hört zu und gibt den Kümmerer. Doch dann macht er einen Fehler, der den Wahlkampf verändert. Dieses Bild lässt sich nicht heilen. Viele Bürger, die davor vielleicht noch keinen so richtigen Eindruck von Armin Laschet hatten, die hatten jetzt plötzlich einen, und zwar keinen so besonders guten. Er war
plötzlich der Mann, der im Angesicht von Not, Katastrophe und Elend nicht innehalten kann, sondern lacht. Ab da war er die rheinische Frohnatur, aber eben nicht mehr der Kümmerer und der Anpacker, der den Menschen im Flutgebiet in Zeiten der Not zur Seite steht. Die Umfragewerte der Union gehen nun kontinuierlich nach unten. Während Baerbock und Laschet zunehmend in der Wählergunst verlieren, wird Olaf Scholz immer beliebter. Der Finanzminister inszeniert sich während der Flutkatastrophe als ruhig und verlässlich, verspricht schnelles Geld zum Wiederaufbau. Bei Wahlkampfauftritten wie hier in seinem Wahlkreis beim Fußballverein Fortuna Babelsberg bleibt er eher reserviert. Einmal gegen den Ball zu treten, lehnt er ab. Seine Maxime, wer keine Fehler macht, gewinnt am Ende meistens. Interessanterweise ist es ihm sogar gelungen, die Teflon-Beschichtung, die Angela Merkel nachgesagt wird, zu übernehmen. Also weder der Cum-Ex-Skandal, noch die Wirecard-Pleite, noch jetzt jüngst die Razzia im Finanzministerium scheinen ja an Olaf Scholz hängen zu bleiben. Anfang September hat Olaf Scholz die SPD an der Union vorbeigeführt. Die Umfragewerte sehen die Sozialdemokraten stabil bei 25-26%. Annalena Baerbock hat sich längst aus dem Rennen um das Kanzleramt verabschiedet. Sie kämpft jetzt um eine Regierungsbeteiligung. Und Armin Laschet? Armin Laschets letzte Trumpfkarte ist jetzt die Kanzlerin selber, Angela Merkel. Am Dienstag haben sie zusammen, zwar bei strömendem Regen, aber immerhin gemeinsam auf einer Bühne gestanden. Angela Merkel hat nochmal für Armin Laschet geworben. Das ist jetzt die Hoffnung, dass sich vielleicht doch auf den letzten Metern noch ein paar von Angela Merkels hohen Popularitätswerten auf Armin Laschet übertragen lassen. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Wohl nie in den vergangenen 16 Jahren war ein Ausgang der Bundestagswahl so schwer vorherzusagen. Die ersten Hochrechnungen werden zeigen, wie viel die Umfragewerte letztlich wirklich wert waren.